unlösbar mit einer der größten Katastrophen der Antike verbunden. Mit dem Brand von Rom. Nero ließ Rom in Brand setzen, um Platz für seine Bauprojekte zu schaffen. Die Schuld gab er Christen, die er verfolgen, grausam foltern und zu Tausenden töten ließ. Unter seinen Opfern war auch der Apostel Petrus. Dort, wo er gekreuzigt wurde, so die Legende, steht heute der Petersdom. Hier regiert der Papst, Oberhaupt der katholischen Kirche. Papst Franziskus ist der 266. Nachfolger auf dem Thron Petri. Petrus, das Papsttum und Nero sind somit unlösbar miteinander verbunden. Die moderne Forschung bezweifelt indes, dass Nero Rom anstecken ließ und dass es unter ihm eine Christenverfolgung gab. Dafür, dass Petrus überhaupt jemals in Rom war, gibt es bis heute keine archäologischen Beweise. Aber es häufen sich die Indizien, dass Nero diese Verbrechen im Laufe der Jahrhunderte angedichtet wurden. Nero, ein Grenzgänger, der lieber Künstler sein wollte als Kaiser. Ein extremer Charakter. Aber kein Brandstifter und Christenverfolger. Juli im Jahre 64. Es hat seit Tagen nicht geregnet. Fast 1 Million Menschen leben in Rom. Sie alle leiden unter der Hitze. Aber sie haben keine Wahl. Keine Landgüter wie die Reichen, die längst in die kühlen Täler des nahen Latium geflohen sind. Wenige Stunden später werden sich Roms Gassen in Todesfallen verwandeln. Auch Nero hat Rom verlassen. Er weilt in Antium, in seiner Sommerresidenz am Meer. Die Spelunken um den Circus Maximus haben Hochbetrieb in dieser Nacht. Und hier nimmt die Katastrophe ihren Anfang. Der große Brand von Rom. Eine Katastrophe, die für die Stadt und ihre Menschen zu einem Trauma werden wird. Vergleichbar dem Erdbeben in Pompeji. 7 Tage wütet das Feuer in der Millionenstadt. Tausende sterben. Von den 14 Stadtbezirken werden 3 völlig zerstört. Der Legende nach befindet sich zur gleichen Zeit auch der Apostel Petrus in Rom, um die römische Christengemeinde zu betreuen. Später wird er in die Annalen der katholischen Kirche als erster römischer Bischof eingehen. Auch das ist Teil der Legende. Kaiser Nero habe selbst den Auftrag gegeben, Rom in Brand zu stecken. Auf dem Palatin soll der Wahnsinnige die Katastrophe besungen haben. Nero habe das alte Rom zerstören wollen, um eine Neropolis zu bauen. Um von sich und seiner Tat abzulenken, wälzt er die Schuld für die Brandstiftung auf die Christen, die zu Tausenden gnadenlos verfolgt und zu Unrecht verurteilt werden. Auch der Apostel Petrus wird verhaftet und verurteilt. Auf dem Vatikanhügel soll er gekreuzigt werden. Er bittet den Scharfrichter, ihn mit dem Kopf nach unten ans Kreuz zu nageln. Christoph Markschies ist evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker.
Sein Spezialgebiet ist das frühe Christentum, sind die christlichen Zeitgenossen Neros. Geschichtsschreibung besteht ja immer daraus, dass man aus erzählerischen Gründen die Wirklichkeit auch ein klein wenig vereinfacht. Und zu der Vereinfachung der Wirklichkeit gehörte, dass Nero zum Urheber der Christenverfolgung aus purer verbrecherischer Gesinnung wird. Also es ist kein juristischer Akt. Und selbstverständlich waren sehr viele Christenverfolgungen in der Antike nichts weiter als nach dem damaligen geltenden Recht durchgeführte Prozesse, sondern hier wird ein Mensch, der hart an der Grenze zur Verrücktheit ist, der menschlich tief problematisch ist, der Verwandte ermordet, der wird zum Urheber aller Schrecklichkeiten. Da hört man schon, wenn man das so erzählt, die Stilisierung im Hintergrund. Fast alles, was wir über Neros Epoche wissen, stammt aus den Werken von nur drei Chronisten: Tacitus, Sueton und Cassius Dio. Diese antiken Geschichtsschreiber wollten in erster Linie unterhalten. Und sie waren keine Freunde Neros. Der Detailreichtum ihrer Werke täuscht. Denn vieles ist frei erfunden. Die modernen Forscher gehen kritischer mit den antiken Texten um als ihre Vorgänger. So geraten heute viele vermeintliche historische Wahrheiten ins Schwanken. Die Kreuzigung des Apostels Petrus auf dem Hügel des Vatikan. Der dramatische Höhepunkt einer religiösen Legende, die zu den wirkmächtigsten der Christenheit gehört. Fast 1500 Jahre später wird auf dem Vatikanhügel, dort wo Petrus seinen Tod am Kreuz fand, eine gigantische Basilika errichtet. Der Petersdom ist die Grabeskirche des Apostels und sie wird zum zentralen Bauwerk der Christenheit. Tief unten in den Katakomben des Domes, in einer Nekropole, einer Totenstadt aus römischer Zeit, lag das Grabmal Simon Petri, des ersten Jüngers Jesu. So heißt es. Somit ist Nero unlösbar mit dem Papsttum verbunden. Denn ohne Nero gäbe es vermutlich weder die Päpste noch den Vatikan. Bei den wöchentlichen Papstaudienzen wird er gefeiert wie ein Rockstar. Papst Franziskus, Pontifex Maximus, Oberhaupt der katholischen Kirche. Und Petrus ist in der Vorstellung aller Katholiken der erste Papst. Ob schon der Ehrentitel Papst erst Jahrhunderte nach dem Tod des Apostels zum ersten Mal verwendet wird. Seltsam ist, dass ausgerechnet Rom und nicht etwa Jerusalem die Wirkstätte von Jesus Christus zum Zentrum der Kirche avanciert. Das liegt natürlich zum einen am Aufstieg des Papsttums, dass der Bischof von Rom, der eine Kette ununterbrochener Bischöfe von Petrus ankonstruierte, zu so einer zentralen Figur in der Geschichte des Abendlandes, nicht nur für das Glaubensleben der Christen, auch für die Politik geworden ist. Dann spielt sicher eine Rolle, es ist ein ganz sichtbarer Ort. Man sieht die große Renaissancekirche. So ist es sowohl von seiner baulichen Gestalt wie von seiner, sagen wir, ideenpolitischen Bedeutung ein so zentraler Ort geworden, dass es natürlich auch heftigen Streit darum gibt, ist der da wirklich umgekommen? Kann man seine Knochen dort sehen? Und auch nach 2000 Jahren steht der Bischof von Rom unangefochten an der Spitze der Kirche. Die Geschichte, die mit einer Katastrophe begann, endet für die Nachfolger Petri mit einem Happy End. Nero hingegen machte eine ganz andere Karriere. Er mutiert im Laufe der Jahrhunderte in der Rezeption vom grausamen und verrückten Kaiser sogar zum leibhaftigen Teufel. Und es gibt wohl keinen Herrscher der Geschichte, der auf Künstler so inspirativ wirkte wie er. Die Piazza San Popolo, einer der schönsten Plätze Roms. Im Mittelalter ist dieser Platz ein Ort der bösen Geister und Dämonen. Denn hier liegt der grausamste und bösartigste Mensch aller Zeiten begraben: Nero. Wer im 12. Jahrhundert die ewige Stadt betritt, sieht zuerst das Mausoleum der Domiti, der Familie Neros.
Darin die Grabstätte des Mannes, der als Inbegriff des Bösen gilt. Die Raben, die auf dem Walnussbaum am Grab Neros krächzen, sollen Dämonen im Dienste Neros sein. Davon ist zumindest Papst Paskalis zu Beginn des 12. Jahrhunderts fest überzeugt. Aus Angst vor Neros Auferstehung als Dämon der Hölle lässt er das Grab Neros unterm Walnussbaum öffnen und den Sarkophag entfernen. Davon erzählen die Darstellungen. Sankt Popolo ist über dem Familienmausoleum errichtet. Unter dem Altar der Kirche liegen die sterblichen Überreste Neros. Christliche Symbolik. Papst Paskalis versiegelt das Grab Neros mit einem Kirchenbau, auf dass er auf ewig bleibe, wo er ist. Christliche Gegenzauber im Kampf gegen den Dämon Nero. Wir sind im Mittelalter. Neros Leichnam soll auf ewig verborgen bleiben. Der heutige Priester von Sankt Popolo kennt das Versteck. Ein Tunnel unter der Kirche aus antiker Zeit. Hierher soll der Sarkophag des berüchtigten Kaisers verschleppt worden sein. Glaubt man den Legenden. Doch das Gewölbe am Ende des Ganges ist leer. Wie wurde der römische Kaiser zum Antichristen? Zum Widersacher des Erlösers? Es begann hier. Der Circus Maximus im Schatten des Palatin. Das Oval der Pferderennbahn hat die Antike überdauert. Unter Nero können 150.000 Menschen in ihm die Wagenrennen verfolgen. Der Circus Maximus ist das größte Veranstaltungsbauwerk aller Zeiten. Der Circus ist aber auch der Schauplatz für den großen Brand von Rom. 19. Juli im Jahre 64. Im Vergnügungsviertel rund um den Circus Maximus brennt die Luft. Hunderte von Weinschenken, Verkaufsbuden. Fast alle Stände und Baracken sind aus Holz und überall offene Feuer. Eine Todesfalle. Das Feuer bricht nahe den hölzernen Tribünen der Rennbahn aus. Dort, wo der Zirkus an den Caelius und den Palatin grenzt. In den engen Gassen bricht ein Feuersturm aus, mit Temperaturen wie in einem Hochofen. Nero ist in Anzium, in seinem Sommerpalast. Eine Tagesreise von Rom entfernt ist Anzium das traditionelle Seebad der reichen Römer. Direkt am Meer lässt er sich einen monumentalen Palast bauen mit eigenem Amphitheater. Hier kann er seinem Künstlertum frönen. In der Nacht erfährt er von der Katastrophe und bricht auf. Rom steht in Flammen. Von den 14 Stadtbezirken werden 3 völlig zerstört. In 7 bleiben nur Ruinen. Holzbauten, trocken wie Zunder, schmale Gassen. Die Hitze ist so groß, dass Menschen und Tiere buchstäblich verdampfen. Zehntausende sterben in der Millionenstadt. Das Feuer ist mit den damaligen Möglichkeiten nicht zu löschen, entfacht sich immer wieder aufs Neue. Es brennt tagelang. Noch in der gleichen Nacht eilt Nero nach Rom, um die Löscharbeiten zu organisieren. Der Wiederaufbau war perfekt organisiert, schreibt Tacitus. Doch der Herd, wo das Feuer erneut aufflackert, liegt ausgerechnet im Garten von Neros Polizeichef, Tigellinus. Nero, Brandstifter, rufen die Graffitis. Der Zorn des Volkes lodert. Gerüchte tauchen auf, Nero selbst habe den Befehl gegeben, Rom anzuzünden. Dass er das brennende Rom als Kulisse seiner Kunst genutzt habe, ist das Nero-Klischee.
Es würde sehr gut in sein künstlerisches Ausdrucksvermögen und die Art und Weise, wie er sich auch an anderer Stelle dargestellt hat, hineinpassen. Also das ist eine der vielen Szenen, bei der man natürlich sofort sagen würde, das ist Übertreibung der literarischen Quellen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Für Tacitus ein Gerücht, für Sveton bereits Tatsache. Nero hat Rom anzünden lassen. Cassius Dio, 100 Jahre nach Sveton, Nero wollte einfach seinen alten Plan realisieren, Rom und das Reich noch zu Lebzeiten zu zerstören. Die große Schwierigkeit ist, dass das Bild Neros durch Hass und Parteilichkeit verzeichnet in der Geschichte schwankt. Tacitus betreibt ein infames Spiel mit Nero und dem Brand Roms, denn Tacitus suggeriert, dass Nero für den Brand verantwortlich ist, ohne es offen zu sagen. Wenn er es offen gesagt hätte, dann hätte man das einfach als eine Nero-feindliche Darstellung abtun können und hätte es sehr schnell diskreditieren können. Aber dadurch, dass Tacitus das Ganze als Gerücht darstellt, als etwas, was man nicht richtig fassen kann, und Nero immer wieder in diesen Ambivalenzen zeichnet, macht er den Eindruck, dass Nero tatsächlich Rom angezündet hat, viel stärker, als wenn er es einfach platt behauptet hätte. Ist das die Rache der römischen Eliten an einem Kaiser, der so ganz anders war als erwartet? Unmittelbar nach seinem Tod beginnen die Chronisten aus ihrer Mitte ein negatives Bild von Nero zu zeichnen. Und es wirkt bis ins 21. Jahrhundert. Ich denke, alle Überlieferung, die im Zusammenhang mit dem berühmten Großbrand Roms heute noch erhalten ist, ist überaus Interesse geleitet. Es gibt kein valides Quellenzeugnis, aus dem man entnehmen könnte, dass Nero tatsächlich Rom angezündet haben soll. Und wenn man dann versucht, Argumente zu sammeln, warum er es möglicherweise doch getan haben sollte, dann wird es doch sehr schwierig. Es gibt eigentlich gar kein Motiv, das man ihm unterstellen könnte. Auch wenn Nero unschuldig am Brand ist, die Römer beschuldigen ihn dennoch. Als Pontifex Maximus ist er Mittler zwischen Rom und den Göttern. Und die zürnen ihm offensichtlich. Nero ist auch Roms ranghöchster Feuerwehrmann. Denn er befehligt die Vigilis, Roms Brandschutztruppe. Traditionell Kaisersache. Und seine Vorgänger haben sie sehr ernst genommen. Jeder erwartet, dass der Kaiser sofort am Brandherd ist. Das konnte Nero nicht, weil er ja in Antium war. Doch für Details interessieren sich die Massen nicht. In ihren Augen hat er versagt. Sein Einsatz ist zwar engagiert, aber er kommt zu spät. Durch den Brand Roms verliert Nero einen Großteil des Kredits, den er bei der Bevölkerung besessen hat. Denn er kommt erst sehr, sehr spät, nachdem er von dem Brand hört, zurück nach Rom und fängt dann an, zwar sehr intensiv und sehr tatkräftig die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen einzuleiten, aber in der Bevölkerung bleibt haften, dass er zu spät gekommen ist. Und wir wissen von anderen römischen Herrschern und auch schon von Aristokraten aus der Republik, dass es in Katastrophenfällen immer besonders wichtig ist, möglichst schnell Präsenz zu zeigen. Das hat Nero versäumt. Grabsteine von Christen aus dem 1. Jahrhundert. Frühe Zeugnisse einer neuen Sekte, die zur Weltreligion werden sollte. Die griechischen Buchstaben XP für Christus. Alpha und Omega als Symbol des allumfassenden Gottes. Die antiken Chronisten erwähnen sie immer wieder im Zusammenhang mit dem Großbrand, Christus und die Christen. Nero schob die Schuld auf andere und strafte mit ausgesuchten Martern die wegen ihrer Verbrechen verhassten Leute, die das Volk Christen nennt, schreibt Tacitus. Religion machten alle irgendwie zusammen. An bestimmten Festtagen ging man an den Tempeln vorbei und warf mindestens eine Kusshand.
wenn sich da nun eine Gruppe eben nicht mehr daran beteiligt, sondern in irgendwelchen Wohnzimmern vornehmer Leute meistens auch noch sich versammelt, denkt man, das sind so merkwürdige Gruppen, wer weiß, was die da machen. Und offenbar haben sie es nicht nötig, mit anderen zusammenzukommen. Und so kam es zu der ganz paradoxen Situation, dass eine Religion des liebenden Umgangs als eine Religion erscheint, die den Hass auf das Menschengeschlecht auf ihre Fahnen geschrieben hat. Das römische Establishment nimmt den Christen übel, dass in den Gemeinden der freigelassene Sklave neben dem Adligen sitzt. Denn das antike Rom ist eine strenge Klassengesellschaft. Ein traditioneller Römer hätte angesichts einer Christengemeinde gesagt, und wir wissen auch, dass sie es tatsächlich gesagt haben, es in der Literatur erhalten, das ist eine ungeheure Veranstaltung, da dürfen die Waschweiber über Religion sprechen. Also ein traditioneller Römer hätte das für ziemlich skandalös gehalten, dass in der christlichen Gemeinde auf solche bestürzende Weise Stratifizierungen, Hierarchiedifferenzierungen der umgebenden Gesellschaft aufgehoben sind. Die Kirche San Giovanni Paolo auf dem Hügel Caelius. Hier lebten zur Zeit Neros die Superreichen. 3 Meter unter den Fundamenten der Kirche öffnet sich uns eine unterirdische Welt. Zur Zeit Neros ein lichtdurchfluteter Stadtpalast. Der Besitzer gebot über eine Flucht von mehr als 20 Zimmern, prachtvoll ausgemalt mit Fresken. Wie in den Häusern der oberen 10.000 üblich, schmücken Fantasiewesen und Szenen aus der Mythologie Decken und Wände. Doch der Eigentümer dieser Räume war Christ. Den Beweis dafür liefern ebenfalls die Wandmalereien. Die älteste erhaltene Hauskirche Roms. Das Engagement für die Jesus-Sekte ist noch ungefährlich. Denn in Rom herrscht Religionsfreiheit. In nur 30 Jahren überziehen die Jünger den gesamten Mittelmeerraum mit einem Netz von Gemeinden. Zur Zeit Neros leben in Rom 3000 Anhänger der neuen Sekte. Was ist ihr Erfolgsrezept? Das Christentum ist fast wie in einer Versicherungswerbung heute eine starke Gemeinschaft. Wenn Sie ein armer Mensch sind, insbesondere eine arme Frau, Ihr Mann ist gestorben und Sie sind völlig rechtlos, weil Sie keine starke Verwandtschaft haben, kümmert sich die Christengemeinde um Sie. Netzwerkstrukturen der Christen spielen eine ganz große Rolle. Und zu dieser Dimension der Netzwerkstrukturen gehört nun auch, dass das Netzwerk nicht in diesem Leben endet. Das Netzwerk geht weiter, das Netzwerk geht über Ihren Tod hinaus. Also das Christentum ist ein Netzwerk, was durch den Tod nicht erschüttert wird. Ich glaube nicht, dass das Jenseits, die Jenseitshoffnung, gar die Vertröstung aufs Jenseits, das war, was Menschen allein überzeugt hat. Die römische Götterwelt ist unüberschaubar. Denn hinter jeder Facette des Lebens, jedem Bereich der belebten Natur, steht eine Gottheit. Und die ist nicht besser als die Menschen, die sie verehren. Kann genauso grausam, hinterlistig, böse oder nachtragend sein. Götter sind wie Superhelden, unsterblich. Aber ihre Welt ist, wie die der Menschen, streng hierarchisch. Götterkaiser ist Jupiter, der dem Donner und dem Blitz gebietet. Die Naturkräfte, vor denen sich die Menschen am meisten fürchten. Und aus Angst davor, eine wichtige Gottheit zu vergessen, neigen die Römer dazu, die Götter eroberter Völker zu adoptieren. Zur Zeit Neros wetteifern Dutzende von Sekten um die Gunst der Römer. Doch der traditionelle Götterglaube dominiert das Reich. Die meisten Römer befolgen selbstverständlich die Rituale ihrer Religion. Die Priester beruhigen die Götter durch Opfer. Und solange das Reich blüht, ist alles in Ordnung. Ja.
Römische Religion hat keine theologischen Fakultäten. Römische Religion hat kein Dogmatiklehrbuch. Das heißt, die Vorstellungen sind gar nicht so präzise abgegrenzt. Römische Religion ist Ritual, dass man in den Tempel geht und ein bisschen Wein an eine Statue kippt oder eine Kusshand gegenüber einer Götterstatue wirft. Aber römische Religion ist nicht Aufsagen eines Glaubensbekenntnisses und Aufsagen einer Vorstellung davon, wo sich die Toten gerade befinden. Grabsteine und Inschriften aus dem 1. Jahrhundert. Auch die Römer glauben an ein Leben nach dem Tode. Doch die Vorstellung vom Jenseits ist nicht einheitlich. Der gemeinsame Nenner bei allen Römern ist vielmehr die Angst, vergessen zu werden. Unsterblicher Ruhm gilt als höchstes Ziel. Grabmonumente errichtet jeder, der es sich leisten kann. Die Toten werden geehrt und sie werden gefürchtet. Im Mai, zur Zeit der Lemuria, kommen die Toten zu den Lebenden. Dann versuchen rachsüchtige Verstorbene, in die Häuser einzudringen, um den Lebenden zu schaden. Nero hat Zeit seines Lebens Angst vor der Rache der Mutter. Die Römer glauben, dass Bohnen werfen und ein Bannspruch helfen, weil dann die Geister die Bohnen sammeln und entschwinden. Tote sind unheimlich, sie können als Geister wiederkehren, sie können erscheinen. Tote können aber auch gebannt, wie soll man sagen, eingehegt werden durch Ritual. Und dann weiß man, was sie tun und kann sie bis zu einem gewissen Grade kontrollieren. Man kann sagen, Tote sind in der römischen Religion ambivalent. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo die Lebenden die Toten treffen können. Hier im Nekromantheon. In dem Orakel der Toten, nahe der griechischen Stadt Perga, eine Institution der Antike. Lebende kommen, um mit Verstorbenen zu sprechen. Das prominenteste Beispiel ist Odysseus, der ins Totenreich herabsteigt, um den verstorbenen König Menelaos um Rat zu fragen. Fasten und ganz sicher auch Drogen gehören zum Ritual, das dem Ratsuchenden die Reise ins Jenseits vorgaukelt. Berühmt ist die Schilderung des Platon in seinem Werk Phaidon. Tote mit mittelmäßigem Lebenswandel gelangen über den Acheron zu einem See, in dem sie sich von ihren Verfehlungen reinigen können, bevor sie dann wiedergeboren werden. In unmittelbarer Nähe des Nekromantheon fließt der Acheron, der Totenfluss der Antike. Er windet sich durch enge Schluchten ins Gebirge, wo er in die Unterwelt verschwindet. Eine weit verbreitete antike Vorstellung ist, dass auf ihm die Verstorbenen ins Jenseits fahren, wo sie ein Schattendasein führen. Nur dem heldenhaft im Kampf Gefallenen ist das Elysium, sind die Inseln der Seligen vorbehalten. Diese Jenseitsvorstellung entlarvt Rom als Kriegerstaat, der sogar über den Tod hinaus Bestand hat. Die römische Gesellschaft ist eine stark hierarchisierte Gesellschaft, ist keine demokratische Gesellschaft. Das heißt, der wesentliche Ort, in dem die Verwandten leben, ist eigentlich die Erinnerung und die Präsenz zu Hause, ist die Präsenz in ihren Grabstätten. Das sind manchmal sehr große, manchmal aber auch ganz kleine Grabstätten. Das Elysium ist nur für ganz besondere vorbehalten. Also man muss sagen, eine Vorstellung, eine demokratische Vorstellung der Auferstehung aller Toten und Leben im Paradies gibt es in der römischen Gesellschaft nicht. Demgegenüber propagiert die christliche Lehre klassenloses Nebeneinander bei den religiösen Zeremonien und ein Jenseits für alle. Eine aus Sicht der römischen Oberschicht gefährliche Lehre.
Wenn man fragt, was die letztliche Motivation der Verfolgung von Christen durch die römischen Autoritäten war, vermutlich die Befürchtung, dass es eine unkalkulierbare Truppe, bei der man Aufstand befürchten muss. Nero oder seine Berater hätten sich keine besseren Sündenböcke wünschen können. Mit vielleicht 3000 Gemeindemitgliedern bilden die römischen Christen eine Minderheit, der die Öffentlichkeit mit Vorurteilen, sogar Abscheu, Angst und Hass begegnet. Und der Pöbel, das weiß Nero, schreit nach Verantwortlichen für die Katastrophe. Wie alle Kaiser fürchtet Nero den Zorn der Massen. Und er geht in die Offensive. Das römische Recht kennt keinen Staatsanwalt. Die Exekutive Neros reagiert auf Anschuldigungen. Wie viele Christen tatsächlich befragt oder inhaftiert werden, ist nicht bekannt. Ganz sicher aber trifft es nur einen kleinen Teil der römischen Gemeinde. Aus der Verhaftung von Brandstiftern, ob nun zu Recht oder Unrecht, macht der christliche Chronist Tertullian am Ende des 2. Jahrhunderts eine Verfolgung von Christen um ihres Glaubens willen. Im 5. Jahrhundert sind es Mönche, die die antiken Autoren kopieren und möglicherweise gezielt verfälschen. Vermutlich ging der Originaltext von Tacitus sehr viel eindeutiger von Neros Unschuld aus als die Abschriften, die wir heute kennen. Sie haben bei uns heute zu dem Bild geführt, seit dem Aufkommen des Christentums gibt es blutige Verfolgungswellen, in denen systematisch alle Christen gleichsam an die Wand gestellt werden. Das ist russische Christenverfolgung des 20. Jahrhunderts und vielleicht leider eben auch bestimmte Christenverfolgung gegenwärtig im Nahen Osten. Aber das ist nicht Antike. An einem Spätsommertag des Jahres 64 macht sich viel Volk in Richtung Palatinhügel auf. Kaiser Nero hat seine Palastgärten öffnen lassen, um den Römern ein Spektakel zu bieten. Die Masse der Römer will Rache. Für den Verlust an Menschen und Gut. Auf einem nächtlichen Lichterfest im kaiserlichen Garten sollen die Delinquenten als lebende Fackeln dienen. Christen werden in pechgetränkte Gewänder gehüllt, an Kreuze genagelt und angezündet. Tod durch Verbrennen ist die übliche Strafe für Brandstiftung. Nichts Ungewöhnliches also. Bizarr ist für uns dieses Nebeneinander von festlichem Gepränge und grausamem Massensterben. Ein weiteres Indiz für die Andersartigkeit der römischen Welt. Es gab unter Nero kein systematisches Vorgehen gegen Christen aufgrund irgendwelcher religiöser Haltung oder vergleichbarer Dinge, sondern die sogenannte Christenverfolgung muss im Zusammenhang mit dem Brand Roms und der Folgen gesehen werden und sollte offensichtlich der geplagten Bevölkerung wiederum zunächst einmal ein großes Spektakel bieten, nämlich brennende Menschen. Es ist eine christliche Legende, dass sich auch der Apostel Petrus unter den Verurteilten befindet. Erstmals niedergeschrieben im 2. Jahrhundert, in der Petrusakte, einer Sammlung von Geschichten über Petrus. Andere übernehmen das Motiv. Für die meisten Christen ist diese Legende längst zur historischen Wahrheit geworden. Doch das prächtige Petrusgrab im Petersdom ist ein Kenotaph, ein Scheingrab. Es ist leer. Der Verbleib der Petrusgebeine ist sehr umstritten und war es immer. Es gibt keine validen historischen Beweise dafür, dass Petrus wirklich in Rom gewesen ist. Unsere älteste Quelle, der Clemensbrief vom Ende des 1. Jahrhunderts, sagt nur allgemein, dass die wichtigsten Häupter der Christenheit ihren Tod an wichtigen Orten gefunden haben, ohne irgendwelche näheren Angaben zu machen. 1545 schreibt Martin Luther: Wie ich gesehen und gehört habe zu Rom, dass man zu Rom nicht weiß, wo die Körper St. Petri und Pauli liegen oder ob sie da liegen,
Solches weiß Papst und Kardinäl sehr wohl, dass sie es nicht wissen. 1940 ordnet Papst Pius XII. Die Suche nach den Petrusgebeinen unter dem Petersdom an. 1942 beginnen die Grabungen in den Katakomben der Riesenkirche unter strengster Geheimhaltung. Gegraben wird nur bei Nacht, damit im Petersdom nichts zu hören ist. Die Ausgräber sind Amateure, keine professionellen Archäologen. Doch hinter einer Marmorvertäfelung aus der Zeit Kaiser Konstantins legen sie ein älteres, kleines Heiligtum frei. Die rote Purpurfarbe weist auf die Bedeutung der Gebetsnische hin. Doch der Raum inmitten der Mauern ist leer. Schließlich stoßen die Amateurforscher in einer kleinen Grube auf eine Handvoll Knochen. Erst 25 Jahre danach erklärt Papst Paul VI. Sie zu den Gebeinen des heiligen Petrus. Eigentlich gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert einen Ort, wo man heute Reliquien des Petrus sehen kann und bei so viel zeitlicher Distanz zwischen dem Hinrichtungsdatum und den Reliquien und ihrer Auffindung ist das natürlich höchlich umstritten, ob es sich bei diesen Reliquien um die des Petrus handelt. Nach dem Brand lässt Nero Roms zerstörte Stadtteile wieder aufbauen. 2000 Jahre später ist nicht mehr viel davon zu sehen. Die Ruine einer Insulae, eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses. Zu Neros Zeiten war das architektonisch und städtebaulich richtungsweisend. Nero drückt dem neuen Rom seinen Stempel auf. Und er bewährt sich als visionärer und umsichtiger Planer. Mit seinem Stab sagt er dem engen, dem stickigen Rom, das sich in den Sommern in eine Gluthölle verwandelt, den Kampf an. Es werden großzügige Straßenzüge angelegt mit schattenspendenden Arkaden. Ein Mammutprojekt, das Nero aus der eigenen Schatulle mitfinanziert. Der Chronist Tacitus attestiert Nero kluges und umsichtiges Handeln. Nun kann ich in einem Haus wohnen, das eines Menschen würdig ist. So zitiert Sueton Nero nach Fertigstellung des Goldenen Hauses, des neuen Kaiserpalastes. In der Hochzeit der Renaissance werden die Wand- und Deckenmalereien des Domus Aurea wiederentdeckt. Maler lassen sich in das unterirdische Labyrinth des Palastes abseilen, um die Werke antiker Künstler zu kopieren. Etwas Vergleichbares hatte die antike Welt bislang nicht gesehen. Die Römer spotten, Rom wäre zu einem einzigen Haus geworden. Der Chronist Sueton? Einige Teile des Hauses waren vollständig vergoldet. In den Speisesälen gab es bewegliche Decken aus Elfenbein, durch die Blumen herabgeworfen und Parfum versprengt werden konnte. Der Saal im Herzen des Palastes bildet den Höhepunkt des Bauwerkes. Der erste Kuppelbau in Form eines Oktogons. Eine Weltpremiere in der Palastarchitektur. Sueton? Der Raum bewegte sich bei Tag und Nacht, ständig wie die Erde. Die Gesamtanlage umfasst 80 Hektar, mitten im Herzen Roms. Mit einem riesigen künstlichen See, eigenen Theatern, Villen mit Feldern, Weinbergen. Wälder voller zahmer Tiere aller Art. Das Goldene Haus ist auch nach imperialen Maßstäben überwältigend. Und es ist wie eine gigantische Bühne. Neros Selbstbildnis, eine vergoldete Statue von 30 Metern Höhe in der Eingangshalle seines Palastes. Ist diese Gigantomanie Ausdruck von Neros Größenwahn? Ein Indiz für seinen Wahnsinn? Ich würde Nero nicht als verrückt bezeichnen. Nicht etwa deshalb, weil ich ausschließen möchte, dass er verrückt gewesen ist, sondern deshalb, weil wir einfach zu wenig über Nero letztlich wissen, um ihn in einer solchen Weise zu charakterisieren und weil wir bedenken müssen, dass, wenn Zeitgenossen ihn als verrückt
bezeichnet haben. Und das ist ja durchaus passiert. Auch da nicht irgendwelche Krankheiten zugrunde gelegen haben müssen, die wir heute kennen, sondern dass das auch schlicht und einfach nur eine Chiffre gewesen sein kann für ein nicht erklärbares, rollenwidriges, nicht erwartbares Verhalten, für das man einfach keine anderen Möglichkeiten der Umschreibung hatte. Tacitus betont, dass vor allem seine künstlerischen Neigungen und Selbstdarstellungen Nero geschadet hätten. Mit fühlbarer Abscheu beschreibt er Neros Interpretation einer Geburt. Der Princeps als Hochschwangere vor vollbesetztem Haus. Nero führt die Geschlechterrollen ad absurdum. Die Angriffsfläche Neros sexueller Eskapaden lag vor allen Dingen darin, dass er, wie auch in manchen anderen Bereichen, sehr offensiv Geschlechter und auch soziale Rollen eben wirklich überschritt. Wer sich als Mann nicht normadäquat verhält, der kann einfach auch politisch kein adäquater Kaiser sein. 65 kommt es zu einer Verschwörung gegen Nero mit dem Ziel, ihn zu ermorden. Die neronischen Festspiele stehen an und die konservativen Senatoren müssen befürchten, dass Nero wieder gegen die römische Tradition verstoßen wird. Ein Kaiser, der öffentlich auftritt. Für viele Traditionsbewusste ein Skandal. Doch keineswegs die gesamte Elite Roms missbilligt Neros zweite Karriere. Auch bei seinen Auftritten waren die Reaktionen ganz unterschiedlich. Wir wissen von römischen Aristokraten, die Nero unterstützt haben bei seinen Auftritten, die ihn auch begleitet haben. Andere haben das hingegen zutiefst verachtet, was er getan hat. Deren Sprachrohr ist vor allem Tacitus. Die Verschwörung scheitert und Neros Polizei greift zu. In Rom herrscht der Ausnahmezustand. Mindestens 19 Männer und Frauen werden verhaftet. Je nach Rang werden sie getötet oder zum Selbstmord gezwungen. Darunter auch Seneca. Nero macht sein Leben öffentlich. Er tritt als Kitarra-Spieler auf, rezitiert Gedichte. Immer häufiger sehen die Römer ihn in Rollen, die sein eigenes Leben widerspiegeln. Realität und Theater gehen bei Nero ineinander über. Da sind keine klaren Grenzen zu ziehen. Das geht so weit, dass er auch bei seinen Rollen, die er verkörpert hat, ganz gezielt Charaktere gewählt hat, die sich auf Episoden in seinem Leben beziehen lassen. Und vor allem ist das deutlich bei der Ermordung Agrippinas. Er ist also vor allem in der Rolle des Orestes, des Muttermörders schlechthin in der Antike aufgetreten und hat damit vor seinem Publikum immer wieder den eigenen Muttermord neu in Erinnerung gerufen, aktualisiert und inszeniert. Die Chronisten betonen Neros zunehmende Angstattacken, seine Schreckhaftigkeit, Panikzustände. In dieser Lebensphase fällt Nero eine schwerwiegende Entscheidung. Er wollte eigentlich nicht als Princeps, als Kaiser über die römische Welt herrschen, sondern er wollte wirklich dichten, er wollte auftreten, er wollte als Wagenlenker erfolgreich sein, er wollte vor großem Publikum stehen. Er hat sein Kaisertum natürlich versucht zu behaupten, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil ihm dadurch die Möglichkeiten gegeben wurden, die Dinge, um die es ihm wirklich ging, in besonderer Weise auszuleben. Nero schlägt alle Warnungen in den Wind und überlässt die Regierungsgeschäfte seinen Freigelassenen. Im August 66 beginnt er seine große Griechenlandreise. 6000 Menschen mit Saiteninstrumenten, Bögen und Theatermasken begleiten ihn. Ein Kriegszug für die Kunst. Nero bittet die Veranstalter der Nemeischen, Pythischen, Isthmischen und Olympischen Spiele, alle Wettbewerbe innerhalb eines Jahres zu veranstalten, damit er, Nero, an allen teilnehmen kann.
Und dann sehen wir eben, dass Nero vor den Veranstaltungen furchtbar aufgeregt und ängstlich gewesen sein soll, dass er aber trotzdem versucht haben soll, scharf gegen Konkurrenten vorzugehen, dass er dann, wenn er wie durch Zufall gewonnen hat, ganz überrascht war und demütig die Preise und den Applaus entgegengenommen hat, sich überhaupt nicht gewundert haben soll darüber, dass immer er gewonnen hat, selbst wenn er zwischendurch vom Wagen gefallen ist und beinahe dabei umgekommen wäre. Also hier haben wir auch wieder dieses Phänomen, was man auch an anderer Stelle bei Nero immer wieder beobachtet, dass er so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und sich so seine eigene Realität erschaffen hat. Athletische Disziplinen wie Wagenrennen wechseln mit künstlerischen Wettkämpfen. Nero nimmt an allen teil. Die Veranstalter erweisen sich als findig im Wettstreit um die Gunst des Kaisers. Altgediente Sänger werden engagiert, die über eine gute Stimme verfügen, jedoch keinen Ehrgeiz mehr haben, noch einen Preis zu erringen. Nero lässt sich als Jahrhunderttalent feiern. Er benutzt die Wettkampfstätte Olympias als Kulisse. Der Kaiser gewinnt alle Wettbewerbe. Aber es wird nie mit Gewissheit geklärt werden können, ob er selber die Scharade durchblickt. Nero ist so gerissen, dass er nicht nur Siegestrophäen entgegennimmt, sondern auch die Preisgelder einheimst. Gold, das er benötigt, denn seine Reisekassen sind leer. Unbestritten ist, dass Neros Griechenlandreise zu einem Siegeszug der Popularität wird. Neros Beliebtheit erreicht beim Volk ihren Zenit. Der Kanal von Korinth. Er trennt die griechische Halbinsel Peloponnes vom Festland. Er spart die 400 Kilometer lange Umfahrt. Nero ließ, wie es heißt, tausende Sklaven antreten, die über 6 Kilometer lange Strecke auszuheben. Das Projekt starb jedoch mit Nero. Vollendet wird es erst im 19. Jahrhundert. Als Nero im Januar 68 unter Jubel nach Rom zurückkehrt, mit 1808 Trophäen in einem Triumphzug, sich wie ein siegreicher Feldherr präsentiert, feiert ihn das Volk. Für die Eliten ist es eine Parodie auf die Institution der Heldenverehrung. Eine neue Opposition formiert sich. Die Statthalter Vindex und Galba wagen den Aufstand. Galba lässt sich von seinen Legionen zum Kaiser ausrufen. Zum letzten Mal mobilisiert Nero seine loyalen Kriegsherren. Tatsächlich gewinnt die Nero-Fraktion die Oberhand, vorläufig. Doch dann verfällt Nero in eine seltsame Apathie. Die Quellen berichten aber eben immer wieder auch, dass in den letzten Zeiten, als es zu den ersten Abfallbewegungen gekommen war, Nero hätte durch beherzte Aktionen, durch Kontakt, durch die entsprechenden Maßnahmen durchaus die Gelegenheit noch mal ergreifen können, um die Sache zu seinen Gunsten zu wenden. Er verzichtet darauf. Er reagiert zögerlich, teilweise gar nicht, und konzentriert sich dann eben wieder auf seine künstlerischen Interessen. Und das führt dann eben wirklich dazu, dass sich der Widerstand verdichtet und es tatsächlich dann um Nero geschehen ist. Der neue Prätorianerpräfekt Nymphidius Sabinus lässt Nero glauben, dass sich alle Getreuen von ihm losgesagt haben. Alles Lüge. Nero wurde mehr durch Botschaften und Gerüchte als mit Waffengewalt gestürzt, schreibt Tacitus. Ich glaube, dass das besondere Spezifikum bei Nero darin lag, dass er keine Grenze kannte. Er hat sein Leben als Schauspiel inszeniert. Sein Leben war ein großes Spektakulum. Und ich glaube, dass er auch ursprünglich vorhatte, seinen Abgang entsprechend zu inszenieren. Dass es dann ganz anders gekommen ist, lag dann an den besonderen Umständen, auch daran, dass er viel zu früh Panik bekommen hat. Aber Schauspiel, Bühne und tatsächliches Leben lassen sich bei Nero gar nicht richtig auseinanderhalten.
Nero flieht aus Rom. Die Chronisten beschreiben Neros letzte Stunden als das Sterben eines feigen Despoten, der nicht manns genug ist, freiwillig in den Tod zu gehen. Schlechte PR bis zum Schluss. Dabei hat dieser Kaiser durchaus Siege errungen, wenn auch nicht auf dem Schlachtfeld. Was wir beobachten können, ist, dass unter Nero die lateinische Literatur tatsächlich nochmal einen besonderen Aufschwung erfährt. Die positiven Aspekte von Neros Persönlichkeit sind auf jeden Fall seine Begeisterungsfähigkeit, seine Liebe zur Kunst und zur Kultur, durch die er Rom erhebliche Impulse gegeben hat, sowohl im künstlerischen wie eben wirklich auch im baulichen Bereich, im Bereich der Spiele, wo er die Bevölkerung, die mit griechischer Kultur zwar schon vertraut war, aber mit Dingen etwa wie Athletik noch durchaus weniger, mit absolut neuen Impulsen eben wirklich erfüllt hat. Er hat sich in erster Linie als Künstler gesehen und erst sekundär als Kaiser. Deshalb würde ich bei Nero auch immer vom Kaiserkünstler sprechen. Das antike Kaiserdrama Neros endet mit seinen Worten: Welch ein Künstler geht mit mir verloren. Dann stößt er sich den Dolch in die Kehle. Die Geschichte in unseren Köpfen muss neu geschrieben werden. Es bleibt unbewiesen, dass Petrus jemals in Rom war. Christliche Chronisten stilisierten Nero zum Antichristen, auf dass der heilige Petrus umso heller erstrahle. Nero war keine Bestie. Als Herrscher nicht grausamer als viele der sogenannten guten Kaiser. Doch die Strategie seiner Gegner ging auf. Der römische Bischof wird zum Oberhaupt der Kirche. Und Rom zum Zentrum der Christenheit.